Ich hatte einen kleinen Traum, seit 1,5 Jahren. Fett, Butter, Öl, Feuer, intensive Farben von Rot, Grün, am Tisch zu sitzen mit meinen Jungs und einfach etwas zu feiern, obwohl es nichts zu feiern gibt. An einem schönen Sonntag in der Sonne auf einer Terrasse am Wasser zu sitzen und super leckeres Seafood aus einem Beutel mit Handschuhen zu essen. Verehrte Damen und Herren, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und ja, diese Folge war nicht ganz günstig. Das heißt, ihr könnt gerne ein Abo dalassen, das euch nichts kostet, aber mich deutlich unterstützt, um euch weitere dieser wunderschönen Folgen zu präsentieren. Wir sind in Köln. Das Wetter spielt nicht ganz mit. Schaut euch Köln an. Wow, bist du schön. Und ich muss sagen, es gibt mir leichte Istanbul-Vibes. Und wenn wir gerade schon bei Istanbul sind, Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt lecker türkisch Fisch essen gehen. War gestern auf dem Travis Scott-Konzert. Und das wird jetzt ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr spätes Frühstück. Ein guter Freund hat mich abgeholt. Wenn ihr die Videos schon so seit 1-2 Jahren verfolgt, dürftet ihr den Mann auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Ich glaube, ich war... Was haben wir gemacht? Burger. Herzlich willkommen in der Show. Herzlich willkommen, mein Lieber. Willkommen in Köln. So werde ich empfangen, Ladies and Gentlemen. Wir fahren jetzt... Inji Fischrestaurant. Bekannter Laden, gell? Bekannter Laden schon, ja. Warst du schon mal dort essen? Ich war da selber noch nicht, bin auch gespannt. Mal gucken, wie es wird. Yes, ich auch. Wetter spielt so halb mit, sagen wir es mal so. Wir fahren los. Irgendwann will ich auf jeden Fall mal mit dieser Seilbahn fahren. Wir beide ein Date da drin. Über FKK-Gebiet drüber fahren. Herzlich willkommen in Köln-Ports. Köln-Ports Deadline. Ey, weil ich Kölner bin, weiß ich sowas. Angie, willkommen. Ich freue mich auf das. Ich glaube, es wird jetzt ein sehr leckeres, spätes Frühstück / Mittagessen. Fisch. Ich weiß noch nicht genau, was mich alles erwartet, aber es soll sehr, sehr lecker sein. Und ist auch, glaube ich, ziemlich bekannt in Köln auf jeden Fall. Das Wetter spielt auf jeden Fall jetzt auch mit. So, herzlich willkommen, schauen in der Show. Was geht ab? Wo sind wir hier? Du hast ja gesagt, Chef hier. Ist sehr jung. Genau, wir sind hier vor Inji. Der Chef Ibrahim ist sehr jung, der kommt jetzt auch jeden Moment vorbei. Wir treiben den Laden schon seit Jahren und ist ganz cool. Wir sind hier in Ports. Köln-Ports ist eigentlich ein sozial schwacher Stadtteil hier in Köln, aber die werten das Ganze ganz schön auf mit ihrem Restaurant. Ich bin gleich auf dein Feedback gespannt. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. So. Schaut mal. Hier habt ihr eine Terrasse, könnt ihr direkt aufs Wasser schauen. Hier kannst du ein bisschen Fahrrad fahren, joggen, viele Sachen machen. Ein schönes, schattiges Plätzchen wäre sehr, sehr schön. Grüß dich. Wie geht's? Hallo. Randy, freut mich. Hallo. Hallo. Das ist alles zusammen? Ja, genau. Wir sind zusammen. Ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, ich bin gerade in Köln. Sehr, sehr süßer Vibe hier drin. Schöne Fischtheke. Leute, ich sage euch ehrlich, das hier wird ein qualitatives Mittagessen. Also sagen kann man, was man will. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Fleck Erde hier. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht mehr in Deutschland. Urlaub einfach gerade. Urlaubsfeeling. Sehr gut, ehrlich. Karte, also sehr, sehr viel Auswahl. Ich glaube, wir werden das so machen, dass wir so ein paar Kleinigkeiten bestellen werden und dann schauen, was sie uns so empfehlen. Ich will nur schauen, dass dieser Tisch auf jeden Fall nicht so voll wird, dass wir es nicht schaffen aufzuessen. Tupac, ich habe gerade Biggie gesehen. Ist das nicht Pablo Escobar? Nee, das ist ein Trickshot. Ah. Habe ich den einfach kurz zu Pablo Escobar gemacht, den Typ. Einmal in die Kommentare, wer der Mann ist. Also, Ladies and Gentlemen, wir haben hier den Chef des Hauses. Den Standort haben wir jetzt schon seit 2,5 Jahren. Ja. Und wir machen seit 11 Jahren Fisch in Köln-Ports. Okay. Kann ich euch mal die Fischtheke zeigen, ja, was wir alles da haben? Wir haben hier aus Kanada Hummer. Wir bekommen die schockgefrostet, schon tot. Wir haben hier senegalesische Riesengambas, Wildfang aus Senegal. Produkte von der ganzen Welt eigentlich. Warum aber? Warum macht man das? Wir waren früher ein Fischrestaurant und jetzt, da habe ich mir gedacht, ey, ich möchte das unbedingt probieren. Da bin ich nie dazu gekommen, nach USA zu fliegen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ey, warum mache ich das nicht selber? Mhm. Gestern war tatsächlich sehr viel los, wie zum Beispiel die King Crab habe ich nicht da, aber dafür habe ich die Snow Crab da. Die kommen aus Neuseeland. Pulpo, fast 2 Kilo. Isst man von dem eigentlich alles? Man kann alles essen. Ja. Ich bin nicht so fern vom Kopf. Vorher schon gefragt, was das hier für ein Fisch ist. Was ist das? Ein Steinbutt. Steinbutt. Das ist, gehört zu den edelsten Fischen. Mhm. Unter anderem auch die Seezunge ist auch sehr edel. Mhm. Fisch ist so ein Thema, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Man muss sich sehr lange mit Fisch beschäftigen. Das ist wie Wein. Ich selber weiß selber jetzt gerade nicht alle Fischsorten, weil es gibt Fische, die paaren sich zusammen und es entsteht ein neuer Fisch, eine neue Sorte. Das ist so wie bei den Hunden, weißt du? Mischlinge. Genau, also. Also ich sage euch mal so, es riecht wirklich sehr, sehr lecker.
Riesengambas, weißt du, wo ich die besten bis jetzt gegessen habe? Portugal, Lissabon waren wir. Und das war so, Portugal, Lissabon hat mir Meeresfrüchte so richtig nahe gebracht. Seitdem bin ich wirklich into Meeresfrüchte. Können hier auf jeden Fall jetzt was lernen. Zuschauen, lernen. Gehen hier rein. Ja. Den Rücken aufschneiden, oder? Genau, da haben wir hier. Wow, was für. Das sieht jetzt schon lecker aus. Also es schmeckt wirklich wie Hühnchen. Ja, 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 ja. Bei Hummer, bei Riesengambas, viele machen die danach noch sauber. Ja. Aber ich empfehle euch, den Darm so gründlich wie möglich rauszunehmen, ja, nicht nochmal zu waschen, weil dann geht der Geschmack weg, der okay, intensive Geschmack geht weg. Wir dürfen natürlich nicht alle Geheimnisse verraten, ja? Ja. Worauf achtest du, wenn du in ein Fischrestaurant gehst? Gibt es so ein paar Tricks, wo du sagst, hey, die Fischsticke muss da sein, dann könnt ihr euch die Fische auch ansehen. Besonders bei dem Fisch, die Kiemen müssen rot sein, die Augen müssen schön glasig sein. Fisch sieht gesund aus, durch die Augen kann man das sehen. Ja. Also wenn man auf den Fisch reindrückt, der muss wieder rausspringen. Okay, okay, okay. So ein Drucktest, okay. Weil das ist immer so ein Ding, man, wenn man sich nicht sehr viel beschäftigt mit Fischern, ist das immer schwer zu wissen, okay, wie, worauf achte ich jetzt? Und das ist unsere Spezialsoße. Das Würzung, Salz, alles ist da drin. Das riecht auch sehr gut. Boah. Ist viel Butter auf jeden Fall. Ja, riecht auch sehr, sehr lecker. Das muss schön angebraten sein. Man sieht das direkt hier an der Schale, dass es so weit ist, dass man dann wenden kann. Duft geil hier drin, alles super clean. Wirklich, wir lieben alle Burger, wir lieben alle Chicken, wir lieben das alles. Das riecht hier einfach nur gerade, wow. Es ist voll schade, dass wir es nicht riechen können. Dass sich das auch richtig reinzieht. Der Mann hat jetzt schon mein Herz gewonnen, sag ich dir so, wie es ist. Seit sehr vielen Jahren, und ich habe es in L.A. dieses Mal wieder nicht geschafft, habe ich so dieses Ding in meinem Kopf, dass ich sage, ich will das mit Handschuhen, ein bisschen, weißt du, viel Soße, zu viel Soße, Fisch, Crab, alles so essen mit diesem, aus einem Beutel und sowas. Und genau hier sind wir an so einem Spot. Also das Restaurant hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gefüllt. Wunderschöner Tag. Damn! Oh mein Gott, weißt du, wie viel Hunger ich habe jetzt? Weißt du, wie gut es in dieser Küche riecht? Ist diese Wespe jetzt noch hier oder nicht? Hat sie gekündigt, ja? Wow, 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 wow. Eine Vorspeise für euch. Außergewöhnliche Vorspeise, ja. Dr. Randy Gamble. Ich hatte gerade so ein super Intro. Yep. Dr. Randy Gamble am Essen, Ladies and Gentlemen. Schaut euch mal dieses wunderschöne Ding hier an. Das hier ist eines der leckersten Meeresfrüchte für mich so. Mit Austern, mit allerlei Sachen natürlich. Kopf ab einfach, oder? Es ist noch ein bisschen heiß, vielleicht machen wir noch eine kleine Pause. Guten Appetit. Das war jetzt nicht sehr beeindruckend, was ich gerade hier gemacht habe, aber das sieht aus, schau, ich sag das immer, ja, und ja, ich bin Afrikaner und ich liebe Chicken, aber das ist Struktur von Chicken, wirklich, das ist Struktur von Chicken, schau mal wie. Boah. Wow, 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 wow. Zitrone, nicht vergessen, Ladies and Gentlemen. Sind wir hier noch in Köln? Ja? Ich glaube, wir sind hier in Ports auch noch. Wow, wow, wow. Schmeckt geil, oder? Geil. Gib das mal da rein. Was ist das? Ist es der Trick, den du hier hast? Hier, mein Bruder, komm. Was ist Remoulade? Ja. Guten Appetit. Aber hausgemacht. Also ganz kurz, jeder Kölner, der hier jetzt nicht war und ich habe nur die Vorspeise gegessen, ich würde ja nur für das jetzt kommen. So. Ist heute Sonntag, es scheint die Sonne, wir sitzen hier am Wasser, gerade ist so ein Typ mit so einem Elektro-Pedal vorbeigefahren, weißt du was ich? Der Mann kann einfach surfen hier, ich bin gerade im Urlaub. Das hier? Knoblauchsoße. Ah, so Knoblauch-Butter-mäßig. Ja, genau. Mäßig. Mm. Ist geil? Auch geil. Boah, aber diese Remoulade ist. Da ist Limette oder irgendwas noch drin, oder? Ist das Geheimrezept. Jetzt würde ich auch sagen, Vorspeise auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Wir sehen uns gleich. Der Mann hat ein bisschen sehr viel vor, hier hinzustellen. Ich habe ihn aber schon gesagt, ich werde ihn bremsen. Dann sehen wir uns gleich zum Hauptgang. Boah, Urlaub. Wenn du jetzt eine Frau wärst, ich sag dir, ich würde dich vielleicht küssen jetzt. Es ist sehr, sehr voll geworden, das Restaurant. Oder sehr, sehr voll, es ist jetzt gut besucht. Einfach Küche geht es ein bisschen mehr ab. Wir werden jetzt nicht mehr in die Küche gehen, weil ich will den Chef hier auch nicht, weiß ich mal, mit meiner Kamera den ganzen Tag nerven. Ich glaube, jetzt gleich wird ein kleiner Traum von mir wahr. So, mit Handschuhe, Seafood Bowl. Der Mann hat mir Seafood Bowl seit einem Jahr hast du es mir empfohlen, ehrlich, wirklich. Ja. Und waren mal kurz, haben wir uns nur auf den Kaffee getrunken, weil ich nicht konnte. Und dann haben wir gesagt, wir kommen hierher und jetzt sitzen wir endlich hier. Ja. Geburt, aber wir haben es geschafft. So, jetzt ein bisschen Fantasie. Ich habe euch gesagt, es geht heute ein Traum von mir in Erfüllung.
Soße mit. So, was haben wir hier? Lorbeerblatt. Lorbeerblatt bringt Glück. Snow Crab. Du hast gesagt, die sind sogar fast leckerer, oder? Die sind meiner Meinung nach leckerer als die King Crab. Mhm. Macht ihr euch eins auf? Ja. Mal das Gelenk aufbrechen. Hier aufbrechen. Ein Knicks von der Seite, ein Knicks von der Seite. Dann haben wir hier. Wow. Zack. So. Einmal. Damn. Mhm. Wow, 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 wow. Meeresgeschmack kommt nach. Ja, und es ist auch gar nicht so süß, wie ich es sonst kenne, sondern einfach gut gewürzt. Riesengambas. Das heißt nicht so viel, oder, bei dir? Das ich war. So, Ladies and Gentlemen, jetzt geht's hier erst wirklich los. Ich muss sagen, es war schon so, ich habe das so ein paar Mal in L.A. gesehen und so. Wir haben es zeitlich leider nicht geschafft, weil da einfach so viel zu tun war. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber das hier ist so eines der Sachen und ich habe nicht gewusst, dass ich sowas in Köln machen kann, die ich schon immer mal machen wollte und jetzt sitzen wir hier. Du hast zugeschaut? Ich habe zugeschaut. Ibrahim Abi hat gesagt, knack, knack von beiden Seiten. Jetzt schauen wir mal. Kann sein, dass ihr jetzt gleich knack, knack. So, das hat er abgemacht, gell? Ja. Hey, meiner bleibt sogar oben. Oh, ich glaube, da kommt ein Flugzeug für dich, mein Bruder. Sei ehrlich. Deliciosa, ehrlich. Ja, 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 Wahnsinn. Ja, ja. Wow, wow, wow. Ich esse es auch zum ersten Mal so. Ich muss sagen, so überhaupt so Fischplatten und sowas, das kann manchmal ein bisschen überfordernd wirken, weil man hat vieles Verschiedenes. Wir haben Muscheln, wir haben Snow Crab. Was ist hier noch? Hier ist Hummer einfach. Ah, hier ist sehr, sehr viel. Aber das ist auch das Schöne. Was ist das hier? Wie heißt es? Das ist Kartoffel. Aber durch diese Soße hier, das Geheimnis werden wir nie bekommen. Diese Soße hier macht das komplett lecker so. Also egal, was du hier isst. Das wird ein Kampf. Du weißt, wie man das isst? Nee. Kämpfen einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach baff, dass ich sowas in Köln... Weißt du, was ich ein bisschen bereue? Dass ich hier nicht früher hergekommen bin mit euch. Wie habt ihr gesagt? Ja, 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 ja. Ich probiere mal etwas, was ich noch nicht probiert habe. Das ist das hier. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben hier auf jeden Fall die Spezialsoße in der Muschel. Ich glaube, ich muss das hier einmal lösen. Ja, ja, ja. Okay. Bist du Muschelfan so an sich? An sich schon. Hab aber noch nicht so viel gegessen, dass ich sagen kann, ich bin da ein Experte für. Aber schauen wir mal, was das hier kann. Wow. Wow, wow, wow. Das war krass. Ja. Richtig salzig. Bis jetzt alle Dips. Diese Mayo, das ist auch so. Das ist so ein Tipp. Ich habe hier zugehört. Diese Mayo müsst ihr bestellen. Ihr braucht diesen Dip hier. Wo ich noch nicht sagen kann, was alles ist. Auf jeden Fall viel Knoblauch. Probiert, dann werdet ihr es rausfinden. Ja, sieht schon fast paniert aus. Ich hab ehrlich so einen großen Fisch. Das wird mit Maismehl und normalem Mehl ein bisschen paniert. Sehe ich euch das mal. Zack, 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 zack. Wie viel Kilo hat so ein Fisch? Der wiegt jetzt knapp 800 Gramm. Diese Panade hast du wie nochmal gemacht? Mit Maismehl und normalem Mehl. Okay. Extra, dass es ein bisschen dünner und feiner ist, oder? Frisch und Gräschen. Ich glaube, da braucht man nur einen Schuss Zitrone, nichts anderes. Das sieht so geil aus. Ja. Ich glaube, jeder, der keinen Fisch mag, muss einfach hier kommen. Ja, ja, ja. Ich schwöre, ich habe eine Sache gelernt in meinem Leben. So als Kind, oft ist man noch nicht so der Fischesser. Aber umso früher du Fisch für dich entdeckst, umso glücklicher bist du. Das gleiche ist mit Oliven für mich. Mit was? Oliven. Viele sind so bei Oliven voreingenommen, aber wenn man ein bisschen ins Oliven-Game reinkommt, dann ist schon... Vor allem die man kann nicht mehr ohne. Oliven, ja. Ja, voll. Ich bin halt wirklich immer noch einer, ich mag keine Oliven. Nein, bitte nicht. Leider. Nein, 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 aber ich habe wirklich schon überall auf der Welt Oliven probiert und es ist nichts für mich, ich weiß nicht warum. Ich war noch nicht in Griechenland. Ah, krass. Noch nie. Krass, da haben wir ein neues Reiseziel. Und da ist es, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr zum Beispiel so einen Fisch selber filetieren müsst. Es wird immer ein kompetenter Mitarbeiter da sein oder der Chef persönlich. Sieht einfacher aus, als es ist, glaube ich. Wir würzen das auch kaum. Also nur Salz, Bergsalz. Ja.
dann hier sagt. Dankeschön. Die ist zu gut, ehrlich. Ja. Das wird man gar nicht denken, weil die so dünn ist. Aber ist genau richtig. Hast du Bild, Bro? Ja, ich mag das aber manchmal so eine, ja, so eine kleine, ich klau mal deine Gabel, ja. Einfach so eine. Ja, ja, genau. Kruste. Mhm. Boah. Und du schmeckst auch nur den Fisch, nur Zitrone und Fisch. Ja. Boah, ich hoffe, das ist nicht auch noch jetzt für uns. Nee, das für nehmen. Das. Ja, ja. Ich sage aber, ich glaube, mein Lieblingsdip ist der hier, gell? Der grüne, ja. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ja, ja, und lass dich. Mit der Technik macht es Spaß zu essen. Okay, kann sein, dass ich jetzt sterbe. Ich habe zu viel Kreten im Mund. Ja, man muss trotzdem aufpassen, auf jeden Fall. Mhm. Du musst essen, Bruder. Schau mal, was hier alles ist. Ich fange jetzt erst an. Ja. Nein. Ich bin kein Nachtischmensch. Nein. Du bist heute gerade mein Länder. Dieser Fisch hier an sich ist nicht so überwürzt. Na klar, die haben diese spezielle Soße, mit denen sie dann alles so marinieren, wenn ihr so eine Platte habt. Aber zum Beispiel das hier. Jungs, wenn ihr ins Gym geht, wenn ihr, weiß was ich was macht, das ist das besseres Omega-3-Haushalt füllen könnt ihr nicht als das hier. Ich bin gerade wunschlos glücklich. Underrated, oder? Kennen das alle Kölner hier? Mittlerweile schon, oder? Ich sag so. Oder man kann nicht meckern. Wenn du jetzt, sagen wir mal, okay, du willst nicht nur so eine komplette Platte haben mit so voll viel Soße und so, du kannst. Der hat, ich glaube, 40 verschiedene Fischarten hier zu essen. Alles, was du hier siehst, gibt es auch einzeln. Zum Beispiel diese Garnelen. Ja. Gibt es in Kilo-Variante, da kannst du nur eine Garnelenbowl nehmen. Oder alles andere. Kannst du alles einzeln nehmen. Geil. Das ist so, wenn ich Business-Meeting habe, ich will genau hier sitzen. Oder erste Date, weißt du, sie muss voll anständig essen und du so. Am besten sogar ohne Handschuhe. Ja, ja, ja. Können Sie schon nochmal aufmachen? Ja, Bruder, danke. Oh, ja, den Schwanz an. Den schneiden wir schon halb auf. Kann man den hier schon rausnehmen. Zack, zack. Fahne. Die Scheren. Isst du überhaupt selber noch viel Fleisch oder mehr Fisch? Was isst du? Mehr Fisch, gell? Fühlst also du dich auch besser? Ja, gell? Auf jeden Fall, nach dem Essen ist man dann nicht mehr so schlapp. Mhm. Man ist satt, aber so gut satt. Gesund satt, genau. Ist da die Schale schon ab? Das ist die Schale schon ab. Zack. Dann macht man hier so. Das hört sich so gefährlich. Zack. Dann drückt man den mit einem Finger hier raus. Ja. Das ist auch voll die Kunst, ne? Ja, ja. Das musst du einfach lernen. Deswegen sind viele Menschen. Boah. Ich sag ehrlich, bin ich der größte Fan von dem. Aber wenn er so schmeckt, dass er nicht so übertrieben süß ist und noch knackert, dann mag ich es richtig gerne. Viele Menschen sind von Fischessen abgeschreckt, weil sie das ganze System nicht beherrschen. Das ist simpel. Weißt du, ein Chicken Tender zu essen kann jeder. Soße reindippen, essen so. Fleisch schmeckt nach Fleisch. Baumfilet ist etwas zarter als Entrecote. Lammfleisch, das ist so ein Geschmack. Aber Fisch, hat man halt so viele Fischsorten. Mhm. Wenn das eine denen schmeckt, das andere wird nicht schmecken. Es gibt mehr Variationen an Geschmack. So ein Schwertfischfilet hat mit einer Dorade nichts zu tun. So ein Schwertfischfilet schmeckt so ein bisschen nach Hühnchen. Dorade schmeckt so, hat so einen Eigengeschmack. So. Man muss nur, wenn man nur einmal Fisch probiert hat und sagt, ey, ich mag das nicht, dann hat man noch nicht den richtigen Fisch gefunden. Das Wort zum heutigen Sonntag. Also, Ladies and Gentlemen, Aufessen war unmöglich, aber wir haben unser Bestes gegeben. Ich sage euch ehrlich, diese ganze Ess-Experience, die ich gerade hatte, war so ein kleiner Traum von mir. Seit eineinhalb Jahren nerv ich Lukas und sage immer, ey, lass das machen. Jetzt hat es mal geklappt. Wenn ich mit dem Bruder auf jeden Fall hier bin, werde ich auch mal vorbeischauen. Da gibt es noch ein paar Sachen auf jeden Fall auf der Karte, die man probieren kann. Für die Leute, die auch keinen Fisch essen, ich habe mitbekommen, es gibt auch Steaks und sowas. Also, ich sage ehrlich, das war gerade ein sehr, sehr nicer Zufall, dass das hier so spontan geklappt hat. Und ich bin sehr, sehr happy. Ehrlich, war sehr, sehr stark. Super. Es fühlt sich an wie ein Urlaubstag. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin gerade in Köln so. Malediven. Boah, sehr erfrischend. Wirklich. Super. Krass, ne? Ja, super. Auch gar nicht so süß. Schmeckt frisch. Sprudelig. Boah. Spritzig. Wir haben hier gegessen, die Könige. Da geht wirklich ein riesen Danke raus an den Chef.
Ich habe das auch so ein bisschen beobachtet, wie das an den anderen Tischen ist. Ob das jetzt nur an der Kamera lag, dass wir so einen guten Service haben, dass da so viel kam und sowas. Die Portionen sind bei allen Leuten so groß. Danke euch, ciao, ciao. Danke, Bruder. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall habe ich die Tische beobachtet. Jeder Tisch, die Portionen sind bei allen so groß, die können nicht mal aufessen, wirklich. Da hocken sich Leute zu zweit hin, die Portionen sind riesig. Merkt euch den Namen. Engi, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Fischrestaurant, ihr habt da draußen schön was zum Essen. Sitzen am Wasser, 10 von 10. Was sagst du, Bro? Oder 10 von 10. War gut, ja? Nichts zu beanstanden, super. Starker Tipp. Ciao. Hat mich gefreut. Danke. Gerne. Danke. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, wir sehen uns in der nächsten Stadt. Haben wir Schokokuchen, Käsekuchen, unsere berühmte Helwa. Dann haben wir noch Katmer, ist auch sehr lecker. Pistazien, ne? Genau, Pistazien. Ich bin ein Mensch. Ich mag Nachspeisen gerne, aber ich habe extra von dem Hauptessen so viel gegessen, dass ich wirklich, ich bin voll, aber was Süßes ist auch gesund irgendwie. Sagt man das nicht? Ist wichtig. Bisschen Zucker für den Körper ist wichtig. Haut rein, nehmt euch was. Cut mir eines der geilsten Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Alles wirklich lecker. Oder war alles lecker? Gab es irgendwas, was dir nicht geschmeckt hat? Gar nicht. Alles top. Ich fühl mich königlich hier. Ich wurde königlich behandelt, ehrlich. Das Essen, alles on point. Cheesecake, verwöhnt, Mocktail, 6 Flaschen Wasser haben wir getrunken. Wasser ging auch so rein, gell, bei der Sonne. Wir sitzen auch, wie lange sitzen wir hier? Ganz kurz. Wir sind hierher gekommen um 15 Uhr, 3 Stunden. Krass, stark. Und die Zeit fliegt. Krass, geflogen, ehrlich. Ich muss sagen, ich bin auch sehr happy, dass du den Namen hier feierst, weil wir wollen schon lange hinkommen. Also ist schon nice. Danke für die Empfehlung. Kuss geht raus an die beiden. Helwa gut? Mhm. Super, also mein Geschmack ist voll. Heißt es Halwa oder Halwa? Ich glaube, das spricht man Region zu Region. Halwa heißt gut, gell? Halwa heißt eigentlich, Halwa heißt süß. Ah, süß.